Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ja, die Woche ist schon wieder ums Eck, also noch nicht ganz. Es geht nur bis Mitternacht, der letzte Tag der Woche. Aber trotzdem kann man schon sagen, die Woche ist mit dem Sonntag sowieso schon gelaufen. Naja, wie gesagt, und ich bin heute wieder in meinem ehemaligen Zimmer. Das ist ja jetzt das Büro, ne? Das ist ein automatischer Rollo. Da gibt es eine Fernbedienung dazu. Wenn man da drauf drückt, dann geht er runter. Und nochmal drauf drücken, dann geht er wieder hoch. Da war mein Fernseher ungefähr früher, also ganz früher, mein erster Fernseher. Ne? Den zweiten, den Flachbildfernseher, wo man manche Videos sieht, wo ich im Zimmer gedreht habe, den habe ich erst viel später gekriegt. Am Anfang habe ich so einen Flachbildfernseher gehabt. Entschuldigung, ich meine so ein Viereck, Kastenfernseher nennt sich das, habe ich gehabt. Und der war ungefähr hier, da so in der Reihe gestanden, da ungefähr irgendwo. Da war dann in der Mitte nur eine Kiste mit dem Radio drauf und dann ein CD-Schrank. Ganz am Schluss waren hier dann schon die CD-Regale, wo man auch manchmal in die Videos sieht. Und hinten, da wo jetzt die vielen Ordner da im Hintergrund sind, na, da war irgendwo mein Kleiderschrank und der Bücherschrank. Und da auf der Seite, da wo jetzt der Schreibtisch ist, da war am Fenster dort mein Schreibtisch, den wo man auch im Wohnheim sieht, wenn ich im Wohnheim drehe. Und das Bett war hier gestanden. Ganz genau da, wo ich jetzt hocke, da hört das Bett irgendwann auf. Also da, wo ich jetzt sitze, da war das Bett. Es war aber größeres Bett wie im Wohnheim. Ja? Ich habe so ein großes Bett kriegt, eigentlich ein Doppelbett für mich allein. Naja, ab und zu hat die Katze von meiner Oma mit drinnen geschlafen, aber sonst hat das Bett mir gehört. Wenn ich ehrlich bin. Naja, kommen wir zum ersten Thema für den heutigen Kaffeeklatsch. Ich wollte es euch bloß einmal so einigermaßen erklären. Naja, also. Erste Thema, ich habe drei Empfehlungen. Und zwar das erste ist von der Kanzlei WBS, also der Solmecke. Der hat ein ganz interessantes Video rausgebracht. Ich verlinke euch natürlich die Videos, worüber ich rede. Der hat ein Video rausgebracht, dass er 16-Jährige völlig vermummt, also dass man bloß nur die Glotzer gesehen hat. Überall vom Mund einfach in die Schule gekommen ist. Und die Schule hat das natürlich scheiße gefunden, hat das Schreiben, also das sagt er auch im Video, zwar ist nicht so betont wie ich, aber er sagt, also die Schulleitung hat das bescheuert gefunden, hat natürlich klein Schreiben an die Eltern geschickt, ja, dass das scheiße ist, dass man das nicht machen soll. Also die haben das natürlich anders geschrieben, als ich das jetzt betone. Also man kann sich ja denken, wie die Schulleitung das betont hat. Ich mache es jetzt auf die schnelle Art. Ja, dass das halt ein bisschen blöd ist, dass man so in die Schule kommt. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür. Aber gut, schaut euch das Video einfach mal an. Dann haben wir als zweites Empfehlung habe ich dann der Creepypasta Punch. Der hat auch ein interessantes Video rausgebracht und zwar über Melina Joyce. Marina Joyce. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Marina Joyce heißt sie. Das ist die YouTuberin, die angeblich entführt worden ist und da wo ein Riesenskandal um sie rum war und mittlerweile dampft es langsam ab. Wieder. Na? Und der hat es halt erklärt, wie das Ganze zustande gekommen ist und dass die ganz früher gar nicht Marina Joyce geheißen hat. Die hat am Anfang, wie sie angefangen hat, einen ganz anderen Namen gehabt wie jetzt. Naja, das war ja bei mir auch so. Ich habe ja Max TV gehabt am Anfang und bin dann irgendwie zu Riegeltime aufgewandert. Ne?
gab ja auch mal einen Kanal, der wo Rigi-Lord geheißen hat. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die beiden Videos sind interessant zum Angucken. Und die dritte Empfehlung, der Matthias Schwarzer. Der zeigt die Orte, wo drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht worden ist und wie die jetzt ausschauen. Na, also das Schloss von dem Prinzen und wo der wohnt hat. Ich finde das auch ganz interessant. Das kommt, glaube ich, in dem Video vor. Ich habe das, glaube ich, schon zweimal gesehen. Das kommt irgendwo im Video vor, das war ein anderes Video. Aber ich habe auf jeden Fall erfahren, in der tschechischen Originalfassung, da singt sogar der Karel Gott das Lied dazu. Ja, ich war auch baff. Naja, schaut euch die drei Videos einfach mal an, wenn ihr Lust habt. Dann das zweite, wegen dem Abo-Special. Schweinebacke. Ich habe zwar zurückgeschrieben, dass wir das heute nach dem Kaffeeklatsch machen können, aber jetzt habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen bis jetzt. Und ich würde sagen, gleich im neuen Jahr, am 7.1., also am 7. Januar, wenn ich sowieso mit YouTube weitermache, dann machen wir halt gleich zum Start ins neue Jahr, in die neue Saison. Bis zum Sommerurlaub 2 Wochen, wo ich ja gesagt habe, da machen wir gleich am 7. Januar das Abo-Special und zwar live und da unterhalten wir uns halt einfach über die vergangene Zeit, was so alles passiert ist und dann bedanke ich mich nochmal und ja, da machen wir uns dann einfach ein oder zwei Stunden einfach mal einen gemütlichen Stream. Also wenn es funktioniert, wenn nicht wieder welche kommen, die wo da so ein bisschen durchdrehen. Naja. Dann das dritte. Ich wollte mich einfach mal bedanken. Jetzt schon und dann im Stream halt nochmal am 7.1. Aber ich möchte mich jetzt erstmal an der Stelle bedanken für die Zuschauer, die meinen Case, der wo manchmal kommt, schon seit Jahren verfolgen. Ja, einfach ein kleines Danke. Weil ohne Zuschauer kommt man nicht so weit. Ja? Ohne Zuschauer hängt man nur noch bei Null. Und das ist bei manchen Kanälen so. Und das auf jeden Fall danke für alles. Und dann kommen wir zum vierten und letzten, und zwar der Kommentar der Woche. Und der ist heute von Lampenbrille. Ein Gruß an Lampenbrille, ich blende den Kommentar ein. Und zwar hat der geschrieben, Hallo Max, tolles Video wie immer, aber du hast gar nicht gesagt, was du von Graffiti auf Zügen hältst. Würde mich wirklich interessieren. Riegeltalk über Kelly fände ich auch wirklich interessant. So, also jetzt möchte ich als erstes einmal nur das mit den Graffiti auf die Züge ansprechen. Also es kommt ganz drauf an, was für Graffiti das ist. Das, wo da gezeigt wird, ist ja zum Teil eigentlich nur geschmackvoll gestaltet, finde ich. Also sowas finde ich ja nur gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit Graffiti Wichser und so Sachen aufschreibt oder irgendwelche Sachen, die wo eigentlich nicht so kunstvoll sind, wie die, wo man auf die Züge gesehen hat, sind, dann finde ich es nicht so gut. Aber die gehen ja noch. Naja, und das mit dem Riegeltalk mit der Kelly, da könnt ihr mal bis nächstes Jahr, 7.1. noch Fragen stellen unter das Video in die Kommentare, in der Community, Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat. Und wenn gescheite Fragen zusammenkommen, dann nehme ich dir natürlich dran und dann mache ich das Video auch. Also bis nächstes Jahr habt ihr noch Zeit, in die Kommentare oder die kommenden Videos, selbst in der Pause könnt ihr in die Videos
Kommentare schreiben, weil das wird mir angezeigt. Und dann, weil auf Kommentare gehe ich in meiner YouTube-Pause schon noch ein. Ich drehe halt nichts, weil da habe ich Pause. Und da kann ich ein bisschen nachdenken, was ich dann noch nächstes Jahr verbessere. Ja? Aber gut. Das waren jetzt die vier Themen. Und ich würde sagen, jetzt schließen wir der Kaffeeklatsch am Sonntag ab. Der Kaffee war noch zu heiß, aber jetzt nehme ich einen Schluck. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen zum Thema Riegeltalk über Kelly. Ihr könnt mir Fragen stellen, welche Fragen ihr der Kelly stellen würdet. Und das ist dann so wie bei FBO Live damals und bei Drachenlord. Dass ich die Fragen stelle und die Kelly wird synchronisiert und beantwortet die Fragen. Ne? Also einfach mal Fragen stellen. Wenn irgendwelche unangenehmen Fragen sind, die Kelly nicht beantworten möchte, dann kommt halt bloß ein Nein. Nein, weiter. Und dann kommt die nächste Frage dran. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen kreativ sein, weil beim Synchronisieren kann ich immer nur sagen, nein, weiter. Und dann kommt die nächste Frage. Und die, wenn auch nicht passt, kein Kommentar, weiter. Ne? Also darf ruhig ein bisschen lustig sein. Hm? Aber wie gesagt, dann lasse ich euch Zeit bis nächstes Jahr, 7.1., wenn es dann weitergeht. Dabei könnt ihr euch noch Fragen überlegen. Und ich schreibe es mir dann auch auf. Und nächstes Jahr wahrscheinlich am 8. oder 9. Im Lauf des Jahres, wenn wir Fragen zusammen haben, dann gibt's das. Auf jeden Fall war's das mit dem Kaffeeklatsch am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir wie immer in die Social Media Sachen folgen, wie ich da heiße, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Meine beiden Kanäle sind verlinkt, die drei Empfehlungen sind verlinkt und wo mir Postchen schicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Und in die Kommentare, wie gesagt, könnt ihr mir Fragen schreiben, nicht nur heute, sondern auch in die kommenden Videos und während meiner YouTube-Pause. Und vielleicht wisst ihr ja sogar, wie das Wetter in der kommenden Woche wird, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben, also wer es für bare Münze nimmt, den Scherz, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es weiter wird. Naja. Aber zum heutigen Wetter kann ich bloß sagen, ist die Aussicht heute beschissen, kann sie morgen nur noch besser sein. Naja. Auf jeden Fall wünsche ich euch trotzdem grau in grau einen recht angenehmen Sonntag. Habe die Ehre, wir sehen uns morgen zum Test am Montag. Wir sehen uns.